Hallo, das ist das Video Nummer 3, das Thema Erwartungswert von Spielen. In diesem Video haben wir ein Glücksrad, es wird gedreht so. Und je nachdem, welche Zahl hier angezeigt wird, bekommen wir entweder 5 Euro oder 1 Euro oder 0 Euro. Das heißt, hier gewinnen wir gar nichts. Natürlich für dieses Spiel müssen wir Eintritt zahlen. Wir zahlen Eintritt 1,50 Euro. Das heißt, 1,50 Euro investieren quasi. Und jetzt müssen wir gucken, ob das Spiel wirklich 1,50 Euro wert ist. Wenn das Spiel 1,50 Euro wert ist, ist das Spiel fair. Wenn nicht, ist das Spiel nicht fair. So, wie mache ich das? Wir müssen gucken, wie viel Euro wir gewinnen. Wir gewinnen entweder 1 Euro oder 0 Euro oder 5 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich 5 Euro gewinne, beträgt 1 zu 5. Warum? Also 1 zu insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten. Diese 5 Bereiche können hier angezeigt werden. Also ein Fünftel. Mit dieser Wahrscheinlichkeit bekomme ich 5 Euro. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekomme ich 1 Euro? Also 1, 2 Bereiche. Geteilt durch insgesamt 5 Bereiche haben wir. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 Fünftel bekomme ich 1 Euro. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit bekomme ich 0 Euro? 2 Bereiche, geteilt durch insgesamt 5 Bereiche, auch 2 Fünftel. Wie wert ist eigentlich dieses Spiel? Ganz einfach, die Wahrscheinlichkeiten mal Euro. Also hier haben wir 0. 0 Euro bekommen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 Fünftel. Hier bekommen wir 1 Euro mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 Fünftel und hier bekommen wir 5 Euro mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Fünftel. Nun addieren wir die Zahlen. Also hier haben wir 0, hier haben wir 2 Fünftel, hier haben wir 5 Fünftel, also 1. Dann haben wir 0 plus 2 Fünftel plus 1 gleich 7 Fünftel. 1,40 Euro. Also das Spiel ist 1,40 Euro wert. Wie viel investieren wir? Wir haben 1,50 Euro investiert. Ist das Spiel fair? Das Spiel ist zu unseren Ungunsten, weil 1,40 Euro weniger als 1,50 Euro ist. Wenn der Eintritt 1,40 Euro ist, ist das Spiel fair eigentlich. Das heißt, anstatt 1,50 Euro soll ich eigentlich 1,40 Euro zahlen, damit das Spiel fair ist. Es gibt noch mehrere Aufgaben, die ich euch auf jeden Fall vorstellen möchte. Bis dann. Tschüss.